Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8! Ja, im letzten Part haben wir nochmal die Schlacht von Xucheng gemacht und diesmal Sima Shi das Überleben gesichert. Das bedeutet, dass Sima Zhao gar nicht die Verantwortung von dem Wei-Reich übernehmen muss. Das bedeutet ebenfalls, dass Zhuge Dan gar nicht erst eine Rebellion startet, weil mit Sima Shi war er höchstens zufrieden. Und ebenfalls wendet sich auch nicht der Kaiser Cao Mao gegen Sima Shi. Weil, die hatten alle nur was gegen Sima Zhao. Und Freunde, das bedeutet im Großen und Ganzen, dass wir uns jetzt direkt mit der Eroberung von Chengdu beschäftigen. Was ja die finale Schlacht der historischen Route war, ne? Die machen wir jetzt schon hier. Zu diesem Zeitpunkt. Das ist richtig krass. Also Sima Shi, der greift direkt Chu an. Und will Chu erobern. Und das machen wir jetzt. Die Eroberung von Chengdu. Nochmal das Ganze jetzt mit Sima Shi. Nachdem Wei seine internen Streitigkeiten aus der Welt geschafft hat, widmet es sich Shu. Überstehen Sie den Überraschungsangriff und erobern Sie das Gebiet von Shu. Okay. Gibt es noch eine spezielle Bedingung zu erfüllen, nicht Liu Shan zu besiegen, nachdem alle anderen Feinde besiegt wurden? Schalte Abschnitt nieder mit den Rebellen frei, den wir natürlich auch spielen werden. Ich überlege gerade, mit wem ich das hier machen werde. Dang Ai, hatten wir den jetzt schon? Nee, ne? Ah, oder? Nee. Okay, dann machen wir das Ganze mit Dang Ai. Auf Chaos natürlich. Die von Sima Shi angeführten Wei-Streitkräfte gerieten in der Nähe von Xucheng in einen Hinterhalt von Wenxin. Auch wenn er kurzzeitig Schwierigkeiten hatte, so konnte er sich doch dank der Unterstützung von Sima Zhao aus der Misere retten. Die Gruppe kehrte siegreich nach Luoyang zurück. Durch die Niederschlagung des von Guangqiu Jiang Wenxin angeführten Aufstandes wurden die Sima-Gegner innerhalb von Wei beseitigt. Folge etablierte sich Wei in einer starken Position mit Sima Shi als Anführer. Sima Shi verbrachte die nächsten 4 Jahre damit, die nächste Militärkampagne vorzubereiten. Als der lang erwartete Moment endlich kam, mobilisierte er eine Armee, um sowohl Shu als auch Wu zu beseitigen. Sima Shi befahl seinem Bruder Sima Zhao, um sich um Wu zu kümmern, während er selbst gegen Shu kämpfte. Entschlossen, die Shu-Hauptstadt Chengdu zu erobern, nahm er Position in Hanzhong ein. Mit dem göttlichen Willen auf seiner Seite wurde Sima Shi von Guhuai, Dang Ai und Xiao Ba unterstützt. Würde dieser Kampfgeist dieser Helden dem Krieg mit Shu endlich ein Ende setzen? Tja, das werden wir herausfinden. Dang Ai erklärt sich als bereit hier mit dem Speer des jüngsten Gerichts. Die 5. Waffe. Als zweite Waffe nehme ich immer noch Xiao Ba's Waffe mit. Weiß gar nicht. Ja, gleiche Affinität. Okay, passt. Spielen wir mit 2 Himmelswaffen. Ist ein bisschen gewagt. Aber nun, wir kriegen das hin. Dang Ai. Wie spiele ich Dang Ai? Treffsicherheit könnte man eventuell, glaube ich, sogar machen. Aber ich spiele mit kaltes Herz und Abwehrboost. Ja, doch. Nee, Moment. Kaltes Herz weg. Verwüstung. Noch eine geile Range mit der Lanze. Doch, das ist definitiv die bessere Wahl. I will give my life in pursuit of duty and honor. No, ich gebe mein Leben, um mich der Pflicht und der Ehre zu widmen, zu verfolgen. Was auch immer. Okay, also direkt das Finale nochmal hier, von der historischen Route natürlich, ne? Da hat die Route geendet. Hier im fiktionalen Szenario fängt erst alles an, kann man sagen. Yo, Guai hustet und schon geht die TV-Karte nicht mehr. Geil! Mein Lord, wie schwer sind eure Verletzungen? Ihr dürft euch jetzt nicht bewegen. Kein Grund zur Sorge, du siehst selbst nicht gerade gut aus. Warum hustest du dich nicht aus? Vielen Dank für eure Fürsorge, Herr. Schau mal, hast du Bedenken wegen der Schlacht gegen Shu? Nein! Was ich getan habe, tut mir wirklich leid. Mein Geist ist klar. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Voll die Kiddie-Stimme.
Nein, nein, dies wird unsere letzte Schlacht gegen Shu sein. Ich zähle auf euch. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Lord. Die Zeit, wenn wir uns voll Shus ergötzen werden, kommt näher. Ja, trotzdem packen die hier noch ihre ganzen Tricks aus. Wir kennen das ja bereits. Ich weiß nicht, ob das jetzt genauso schwierig ist. Falls ihr es noch richtig in Erinnerung habt, das war eine richtig schwere Schlacht. 14 Minuten mit Sima Chao. Das war richtig knackig. Endlich können wir Shu ein Ende bereiten. Oh, wie habe ich diesen Tag herbeigesehnt. Es fühlt sich fantastisch an, sich nur vorzustellen, wie die Welt sein wird, sobald sie fort sind. Ah, die alten Schuhsäcke, ne? So viele Konflikte schon miteinander gehabt, Wei und Shu, und jetzt kommt's endlich zu einem Ende. Nichts macht mich glücklicher als dein Vater mit dir zusammen zu rächen, Schaubar. Endlich bekommen wir unsere Rache. Ich weiß nicht, was damals über mich gekommen ist. Sieh her, Vater, ich schalte Shu aus und räche dich. Na, ja. Wenn Sima Shi gestorben hätte, wieder nach Shu. Dein Arsch bewegt, ey, du bist so ein Arsch. Ich hasse Schaubar. Schau, ist da draußen und kämpft gerade gegen Wu. Seine Schlacht wird noch intensiver werden als diese hier. Ernsthaft? Wu ist doch nur ein Wrack. Er ist wirklich weit gekommen. Die Tatsache, dass er sich nicht davon gemacht hat, ist Beweis genug. Vor allen Dingen, dass er dich auch gerettet hat, ne? Ja, Chiang Wei ist ein talentierter Krieger. Er wird nicht untätig zusehen, wenn wir in sein Territorium eindringen. Na, aber wir kennen seine ganzen Tricks, seinen Belagerungsgeräten und Bogen hinterhalten. Wow, Sima Shis Maske sieht voll krass konkret aus, voll korrekt irgendwie so. Wow, bestimmt sieht dank seiner Schönheit noch besser aus. Was? Warum ich ihn schön finde? Nun ja. Hast du was gegen Schwule oder was? Oh Mann. Sima Shi hat einen männlichen Verehrer gefunden. Herzlichen Glückwunsch! Meine Mission ist die Vernichtung Shus. Nur darauf muss ich mich konzentrieren. Öffne die Tore. Ja, mein Lord! No, dann geht das auch schon los hier. Okay. Oh, geil! Dynasty Warriors 4, Mucke. Cheng Du. Doop, 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 doop. Ah, kenne ich natürlich auch. Aber ich sagen muss, Dynasty Warriors 4 habe ich immer am wenigsten gespielt. Ja, wir machen erstmal Schlachtenanalyse, würde ich mal sagen, ne? Chiang Wei, Manai! Und ansonsten ist hier nicht so viel los, oder was? Nee. Hä? Wo sind die ganzen Offiziere? Man, schau! Guan Zhuo! Guan Yinping! Yushan selbst! What the fuck? Also, im Finale der historischen Route ging da auf jeden Fall mehr. Vor allem, wir fangen ja schon direkt in der Mitte an. Die untere Hälfte der Map fehlt einfach komplett. Wow, der hat einen Waffenvorteil. Sollten wir uns verhüten, auch wenn wir mit dem Speer so schön immer durch die Abwehr kommen können. Ist einfach eine geile Waffe, muss man schon sagen. Ist zwar sehr langsam, aber haut auf jeden Fall richtig gut rein. Schon nicht schlecht, der Specht. So, wieder durchgebrochen hier. What the fuck? Ja, aber ansonsten geht's dir gut, ne, Yang Shu. Oh, ansonsten geht's mir gut. Hab dich nur fast besiegt. Shit. Na, aber jetzt sieht's wieder besser aus. Warum? War da irgendwo Leben oder regeneriere ich mich? Ne, da muss irgendwo Leben gewesen sein. Hier haben wir keinen Jubel oder so drauf. Und Yang Yu geht schon baden. Das war ja leichter als gedacht. Na gut. Gegenüber ihm hatten wir auch einen Waffenvorteil. Ist ja schon was anderes, ne? Na gut. Jetzt haben wir zwei Wege. Ich glaube, ich gehe mal einfach hier hoch. Oder ist da zu? Ne. Da können wir ruhig lang. Schön. Und er hat auch einen Waffenvorteil, der Sack. That's not so good. That's not so good. Was zur Hölle? Shit, absolut kein Bock drauf. Wir werden nicht gewinnen gegen den. Deswegen, gehen wir lieber in den Westen und holen uns schon mal ein paar Ramböcke, um die Burgtore zu zerstören. Das ist im Prinzip das gleiche Spielchen. Na, es ist sehr viel leichter als in der historischen Route, weil in der historischen Route muss man diese Garnison einnehmen, um
Naja, um halt die ganzen Belagerungsgeräte zu stoppen. Ja, ansonsten geht's euch gut, oder was? Trotzdem fail ich hier, oder wie? Dann, es liegt an Dang Ai. Es muss an Dang Ai liegen, ja, ohne Witz, ne? Also die Waffe ist zwar gut, aber viel zu langsam. Man wird viel zu schnell unterbrochen. Man kann die Gegner nicht schnell genug ausschalten, wie ich finde. Wir haben uns gerade schon wieder ein bisschen geheilt, ne? Wie kommt denn das? Egal. Kümmern wir uns direkt erstmal um diese Garnison. Oh Mann, diese blöden Bogenschützen immer. Immer wieder diese Bogenschützen. Sie nerven und nerven und nerven. Und höre nicht auf zu nerven. Ach komm. Eben ging das so irgendwie mit dem Pferdchen. Da haben wir uns so irgendwie geheilt. Wie habe ich denn das gemacht? Seht ihr? Warum heile ich mich denn? Wenn ich die Gegner besiege oder wie? Was ist denn nur auf dem Pferd so? Ja, nee. Sonst geht's euch gut, ne? Auf einmal geht da einer end ab mit dem Schaden. Ja, doch wohl Schaden. Ach, Dang Ai, du hoffnungsloser Fall, ey. Was mach ich nur mit dir? Suppress the enemy. Ah, sind aber keine netten Maßnahmen, die du da walten lassen willst, Dang Ai. Muss ich ja mal so festhalten, ne? Einfach den Feind erpressen hier, unterdrücken. Alter, das gibt's doch nicht! Diese abgefuckten Bodenpisser! Das ist doch übertrieben! Jetzt geh du mal sterben, ey. Nur wegen dem wahrscheinlich die ganze Zeit immer unterbrochen und alles. Oh, wie fies. Ja, der Typ, der sollte keine Bedrohung darstellen, keinen Waffenvorteil und so. Oh, goddammit, ey, das ist ja wieder krass. Wobei das eigentlich gar nicht so schwer jetzt ist hier. Also, in der fiktionalen Route ist es eigentlich relativ chillig. Darum verstehe ich jetzt nicht, warum ich hier so sacke. So lange nicht mehr gespielt. Donkey Kong Country Tropic Freeze ist ja jetzt da gewesen. Und das habe ich in letzter Zeit immer aufgenommen. 13 Parts. Und so lange habe ich halt nicht mehr Dynasty gespielt, man merkt's. Naja, ich komme schon wieder rein. Die Welt wird nicht untergehen. Die Welt wird nur untergehen, wenn ich mich jetzt nicht langsamer wieder regeneriere. Aber jetzt wird's langsam wieder. Yes. Jetzt wird's langsam wieder hier. Wenn das Gelbe verschwindet, greife ich Fukian mal an. Ja, jetzt. Los. Wo bist du? Komm her, zeig mir, was du drauf hast. Und doch mehr drauf hast, als nur Zahnbelag hier. Komm her. Oh man, das Geile bei der Waffe ist eben halt, dass man durch Abwehr ständig kommen kann. Jo, schön aufgespießt. Und tschüss. So, ich weiß gar nicht, wie weit jetzt die Ramböcke schon sind. Ich hoffe, die docken schon an der Burgtoren an. Aber da hinten ist noch wer. Und den können wir uns jetzt erst kümmern. Ansonsten stehen wir gleich alleine vor Burgtoren, weil unsere Verbündeten hier irgendwie festhängen, weil der Zhang Zhao ja noch sehr Unwesen treibt. So ein Sack. Können diese Spasten nicht mal chillen? Das gibt's doch nicht. Immer werde ich von hinten begrapscht. Wow, 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 wow. Nee, 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 mein Freund. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. So, wo ist er denn? Stand ja auf einmal hinter mir, ey. Er hat doch gescheatet. Sich geportet. Wie Starman bei Earthbound. Im Spiel von NES. Das ist doch krank hier. Das ist doch wirklich krank. Ja, Q-Ben, gehst halt wieder weg. Du kleiner Ben-Ten, du. Scheiße. Wieso gibt's hier nichts zum Heilen? Also, das finde ich schon ein bisschen zu krass. Kann den Spieler auch nicht so eine gewaltige Aufgabe geben, hier das alles ohne Heilung durchzukriegen. Ja, macht man es halt so, nur mit dem Pferd. Das heilende Pferd. Das Pferd strahlt so eine positive Energie aus, dass der Dang Ai sich immer heilt, wenn er Gegner auf dem Pferd trifft. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß zwar viel in Dynasty Warriors, aber das weiß ich irgendwie nicht. Das ist nicht bei jedem Offizier so, bei ihm ist es so. Seine Waffe sagt überhaupt nichts darüber aus. Das ist ja genau das, was ich nicht verstehe. Wow! Nee, 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 Freundchen. So nicht, so nicht. Das ist aber nicht die nette Art und Weise hier. Das ist aber nicht die nette Art und Weise. Es ist doch krank hier. Ständig sind sie im Waffenvorteil, ne? Echt. Was mache ich denn nur mit euch? Immerhin wieder ein bisschen was zu heilen. Gut, jetzt kümmern wir uns aber um Mardai. Wenn wir ihn besiegen, dann müssen die Ramböcke hier durchkommen. Ich glaube, die wurden schon zerstört. Ne, die warten da hinten, bis Mardai weg ist. Alter, Alter, Mann. Übertreibt's doch nicht, ihr Bogen, Arschlöcher. Ich hasse Bogenschützen! Aber... Wow. Oh, hi.
Okay, ich hab das gar nicht gemerkt, dass der Musou auf einmal aufgeladen hat. Übel. So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Am besten aufs Pferd und ein paar Gegner bashen, um wieder ein bisschen Leben zu bekommen. Also ohne diese Fertigkeit wäre ich schon lange gestorben. Warum auch immer, weil es nicht wirklich schwierig ist. Oh. Toll. 100 Leben, was ist das denn? Nichts. Nur ja, Lohn. Wenn ich betteln würde, wäre ich erfolgreicher mit der Ausbeute. Naja. Jetzt los, mach hin. Ja, danke auch. Man muss nur ein bisschen lauter werden, dann geht das auch, ne, lieber Rambock. So, jetzt kümmere ich mich aber erstmal um meine Bogenfreunde. Ihr Arschlöcher. Ihr doofen Bogenassis. Toll, wieso heilst du dich jetzt auf einmal nicht mehr? Hat er nicht mehr nötig, der Dangai. Hat er nicht mehr nötig, doch ganz wenig heilt er sich. Ja, der heilt sich nur, wenn die wirklich sterben, glaube ich. Ah, jetzt sind wir gleich wieder voll. Komm schon, Endschon hier. Und auch hier ist natürlich einer mit Waffenvorteil. Warum auch nicht, ne? Viel zu übertrieben. Was haben die in allen Waffenvorteil? Yeah, hat aber gerockt. So, pack deine Wrestling-Skills aus und dann brichst du mal schön das Genick, ne? Haha, das war die passende Variante für einen mit einem Waffenvorteil. So, den Shenzi, den kriegen wir so weg, würde ich mal behaupten hier. Wenn ich immer so Bogenbongo dazwischen funkt! Ja, Säcke! Es sind eindeutig zu viele Bogenschützen hier. In Chengdu platziert. Ja, da oben! Wie sie alle campen auf der Treppe, ne? Alter, das gibt's doch nicht. Und schon wieder am Arsch. Schon wieder ist am Arsch, Dangai. Das ist doch nicht normal hier. Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Bogenassis. Das ist sowieso immer die beste Variante. Dann heilen wir uns auch wieder ein bisschen. Wenn die wirklich draufgehen. Dann sieht die jetzt schon besser aus. So. Den noch besiegen und dann können wir, glaube ich, nach Jiang Wei. So, Ex-Angriff hier. Ja, aufgespießt. Das schreit er doch wie am Spieß hier. Na, Liu Shen. Oh, ich finde das gar nicht so geil, wenn ich hier aufgespießt werde. Sehe ich aus wie ein Schaschlikfleisch oder was? Nee, nicht ganz. Da fehlt mir auch das gewisse Etwas. So die Paprika oder so. Dann siehst du wirklich aus wie Schaschlik. So. Ja, wir können uns ja auch noch um die andere Hälfte hier kümmern, ne? Was soll das? Warum wird denn die andere Hälfte in der Burg völlig außer Acht gelassen? Von mir jedenfalls nicht. Die werden auch noch gebasht hier. Also nichts wie los. Kommt her hier. So, locken wir den anderen Assi hier noch hin. Und dann benutze ich seine Waffen-Nachteil-Defizit oder was auch immer. Um den anderen Arsch auch noch einen auszuwischen. Leck mich am Arsch. Es ist vorbei hier. Sind so am Ende. Und ich auch, mit den Nerven. Was hier schon wieder abgeht. Einfach unglaublich. Jo, Simafu. Gut gemacht. Mit dem Keks. Boah, hier ist viel zu viel los, ne? Aber ich muss ja unbedingt noch diese drei Offiziere besiegen. Ich muss es ja. Einfach, damit ich zufrieden bin. Ja, meint ihr, ich lasse jetzt hier einfach ein paar Schuhoffiziere in der Burg stehen? Wenn wir schon eine Burg erobern wollen, dann richtig. Und genau das wollte ich tun, um den anderen mit dem Waffenvorteil zu besiegen. Genau so habe ich es mir die ganze Zeit vorgestellt gehabt. Wow, jetzt kommt noch einer von hinten. Kommt der denn weg? Ja, nee, Freundchen. Voll durchbrochen, eine komische Abwehr. So, jetzt geht's hier an den Kragen. Warum habe ich nicht den Wrestling-Move gemacht, ne? Der hier ist so schlecht. Seht ihr? Trifft nicht mal. Aber jetzt. What? Jiang Wei wurde schon besiegt? Krass. Unsere Verbündeten leisten mal gute Arbeit, dass ich das so erleben darf. So. Und auch dich kriegen wir down. Auch wenn du einen Waffenvorteil hast. Yes. Und jetzt sind alle Offiziere der Burg beseitigt worden. Doch die Schlacht ist noch nicht beendet. Was hat das zu bedeuten? Liu Shan selbst ist natürlich auch noch da. You should get out of here. You are interfering with Master Jiang Wei's plan. Everyone is fighting in the name of Shu. I do not want to be left out of the fun. Und jetzt müssen wir nicht in den Süden gehen, wer hätte es gedacht? Wandering around the battlefield. I feel sorry for the people of Shu having such a feeble-minded emperor.
If we can take him out, we can end this battle. All units charge. Ja, Simashi, er ist zwar jetzt auf dem Schlachtfeld erschienen, aber es ist nicht so krass wie im fiktionalen Szenario, im historischen Szenario. Denn da hat er wirklich an der Frontlinie sogar einmal mitgekämpft. Das macht er hier zum Glück nicht. Das war auch lächerlich irgendwie. Gut, Yu Jing, ich nehme keine Rücksicht auf dich, auch wenn du eine Frau bist. Ich werde dir trotzdem das Genick brechen. Bin ich nicht nett? Boah, das sieht gerade voll pervers aus. Da hat er sie flach gelegt. Naja, so schnell kriegt der Jiang, der Dang Ai seine Frauen flach gelegt, ne? Krass. So, und schon ist sie besiegt. Eher, dass sie irgendwelche Moloche zur Unterstützung rufen kann. Das ist doch super. So, allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie es hier weitergeht. Die Tore der Burg Lue sind offen, okay. Jetzt können wir weiter. Aber Jiang Wei kommt auch nochmal. Der gibt nicht auf. Wow, zählt sogar seine eigene Burg an. Nur um uns zu schwächen und den Vorstoß der Wei-Streitkräfte ein wenig einzudämmen. Aber was bringt das Feuer? Es zockt uns ja kein Leben ab, warum nicht? Wow. Oh, ich da alle Arsch, ihr Bodenpisser. Ich hasse es langsam. Ja, jetzt sind sie aber weg, ne? Gut, und Jiang Wei hat einen Waffennachteil. I fucking like this. Mit Bogenschützen! Warum? Viel zu viele, Yan Cheng, du! Ich kann's nur immer wieder betonen, was soll denn der Dreck? Es ist echt übertrieben. Mann! Hey, muss ich schon wieder hier Musuzorn verschwenden? Und nur so bist ihr Leben wiederhergestellt. Ihr wollt mich doch alle zum Narren halten. Müssen wir uns halt wieder mit dem Pferd aufheilen. Andere Ideen habe ich derweil nämlich nicht. Gut. Hier ist ein Tor. Ah, okay, das ist eine Torwache. Das Tor ist durchbrochen. Jetzt können wir direkt nach Liu Shan. Hat echt keinen Tricks mehr auf dem Lager. Das ist aber echt bitter. So viel lasse ich diesmal ja nicht einfallen lassen. Also bei... beim historischen Szenario war es auf jeden Fall schwieriger mit Sima Chao das jetzt zu gewinnen. Alter, Liu Hua. Dein Schergen, ne? Du gehst mir langsam mächtig auf den Keks. Obwohl wir uns gerade erst getroffen haben. Zack. Ah, da werde ich die schon sehen, ne? Die alten. Ah, ich hasse die! Diese blöden Idioten hier. Bogenschützen sind einfach nur nervig. Schon immer gewesen, damals noch mehr. Damals in Dice Wars 3 war es ganz schlimm, da gab es nicht noch die Armbrustschützen. Und die haben richtig genervt. Die konnten nicht einen auch noch benommen machen. Da wusste man aber, wo der Hase läuft. Wenn man die nicht erst beseitigt hatte, brauchte man gar nicht erst gegen irgendwen kämpfen. Das war sowas von schrecklich. Eigentlich war es geil, aber sehr nervig. Schade, dass es eigentlich die Armbrustschützen nicht mehr gibt. Also ich habe die eigentlich abgefeiert. Auch wenn sie sehr nervig als Gegner waren, aber an sich. Schade. Gut, hier gibt es noch ein bisschen Leben. Das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ganz klar. Und ich denke, wenn wir Qin Cai besiegt haben, können wir nach Liu Shan. Deswegen legen wir direkt mal los. Was sagen die mit Guan Zhu und mit Guan Jinping? Naja. Und kriegen wir sie schon down? Nein, natürlich nicht. Wenn du meinst, Qin Cai, mit solchen Methoden kriegst du mich aber nicht. Ist ja lächerlich, was du hier erwartest. Und down! Schön. Ist immer noch ein Offizier, wahrscheinlich müssen wir auch alle besiegen hier außerhalb. Erst dann geht das Tor auf. Ich kann eigentlich aufgeben, als ob Liu Shan hier die ganzen Wei-Streitkräfte abwehren kann. Das glaubt er doch selber nicht. Los, Zhang Yi. Ja, echt, Guan Zhu und Guan Jinping fehlen. Naja, egal. So, jetzt bleibt wirklich nur Liu Shan. Wir haben was. Und wir haben sogar noch Musu Zorn, deswegen soll das jetzt dementsprechend schnell verstanden gehen. Der wird nicht mehr lang durchhalten. Zweimal das Genick brechen und dann Musu Zorn hinterher und das war's. Ja. Mein Name ist Liu Shan, ich kenne dich.
Ja, dank Ei, der ist wirklich merkwürdig, der Typ. Ach, komm, machen wir sie jetzt schon hier. Bringen wir sie jetzt schon zu Ende hier. Und tschüss. Und take that, was? Ich hab zu früh aufgehört, na ist egal. Da haben wir's. Schuh ist jetzt schon gefallen. Whatever you do, please do not harm my people. So Shu has surrendered to us. Now only Wu remains in our way. Gleiche Szene wie im historischen Szenario. Shu ergibt sich Wei. Wir werden aber Liu Shang, glaube ich, nie an unserer Seite kämpfen sehen. Das war in Dynasty Warriors 7 anders. Hat er, glaube ich, mal für Jin gekämpft. Der gute Liu Shang. Keine Filmsequenz. Das ist aber schade. Naja. Okay, im nächsten Part. Machen wir nie damit die Rebellen, denn es gibt jetzt einen anderen, der rebelliert. Nicht Zhongadan. Nein. Es ist kein anderer als Zhong Hui, der immer wieder betont hat, dass er der Auserwählte sei. Er will nämlich jetzt die Hauptstadt einfach hinterrücks einnehmen und somit Wei an sich reißen. Allerdings hat er die Rechnung nicht mit Sima Yi und seiner Frau gemacht. Auch wenn sie im Ruhestand sind, sind sie noch da und die können noch kämpfen. Und was da abgeht mit Zhong Hui, mit Sima Yi und seiner Frau, das werden wir im nächsten Part sehen. Also Freunde, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, falls nicht, und das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dann, schauen, danke fürs Anschauen, macht's gut, haut rein.